Es geht um die Bomben des Zweiten Weltkriegs. Heute, vor genau 70 Jahren, da traf es die Schelsig. Englische Fliegerbomben legten einen großen Teil von Mülheim in Schutt und Asche. Heute gibt es deshalb in Mülheim eine Gedenkfeier, und zwar an einem Ort, an dem die Menschen damals Schutz suchten. Heute ein Kulturbunker. Manuela Klein war da. Es war wie heute auch ein wunderschöner Herbsttag. Die Menschen gingen spazieren, die Sonne schien und keiner ahnte was Böses. Zwar hatte es an diesem Tag schon drei Luftwarnungen gegeben, aber bisher war nichts Ernstes passiert. Um 15.30 Uhr meldete der Volksempfänger erneut Fliegeralarm, aber diesmal war alles anders. Rund 1000 britische Bomber bescherten den Bewohnern der Schelsig, den rechtsrheinischen Stadtteilen, den schlimmsten Angriff überhaupt. Im Bereich um die Buchheimer Straße und Mülheimer Freiheit fallen ca. 8000 Brand- und 100 Sprengbomben, dazu diverse Luftminen und Phosphorkanister. Die Menschen rennen um ihr Leben und versuchen rechtzeitig die Bunker zu erreichen, versuchen auch in diesen siebenstöckigen Bunker in Mülheim zu gelangen. In einer Dreiviertelstunde werden 400 Häuser zerstört, allein hier in Mülheim, und 350 Menschen verlieren in diesem Stadtteil ihr Leben, weil sie den schützenden Bunker nicht rechtzeitig erreichen. Ursprünglich ist das Gebäude für 1.721 Menschen gedacht. Am Ende suchen hier über 3.000 Personen Schutz. Hier im Bunker sieht man noch mal ganz schön die 1,10 Meter dicken Außenwände. Oben und unten sind 2,20 Meter dicke Decken- und Bodenplatten eingebaut. Das Ganze ist Stahlbeton, ist so ein bisschen wie so ein Schuhkarton gebaut, weil man gesagt hat, das hält dann natürlich die Bombentreffer besser ab. Die Form ähnelt einer Kirche. Kirchen wurden nicht so schnell bombardiert. Und hier kann man noch mal ganz schön einen alten Konstruktionsplan sehen. Hier stehen wir also jetzt genau. Und ich freue mich jetzt sehr, eine Zeitzeugin von damals begrüßen zu dürfen, Anne Priller-Rauschenberg. Schön, dass Sie da sind. Wie fühlen Sie sich jetzt hier zu stehen? Wenn der Bunker jetzt im Rohzustand wäre, nicht angestrichen wäre, hätte ich, glaube ich, Probleme, in den Bunker reinzugehen. Da wäre die Erinnerung zu groß. An was können Sie sich denn noch erinnern? Da war die rote Stahltür. Und die hatte einen schweren Hebel, der zuging. Und wenn ich heute in einen Aufzug steige und die Tür geht nachher langsam auf, habe ich dann immer die rote Stahltür vor Augen, weil man eingeschlossen war. Als der Angriff zum Beispiel war, war ja ein heller Sonnentag samstags, so wie heute, blauer Himmel. Und als das Ganze vorbei war, war stockdunkle Nacht, nur Feuer. Es war ein Inferno, es war die Hölle. Und so ein Brummen, so ein Dröhnen, so dieses Gefühl, das war grauenhaft. Danke Ihnen sehr, dass Sie hier sind, dass Sie uns von Ihren Erinnerungen erzählt haben. Ja, habe ich gern gemacht. Und hier in der zweiten Etage findet gleich eine Gedenkfeier vom Jugendmusik- und Filmprojekt Mix statt. Das sind Jugendliche, die sich gegen Rassismus wehren. Edda, warum ist die Gedenkfeier für euch so wichtig? Ja, die Menschen früher konnten sich gegen den Krieg nicht wehren, und wir wollen uns mit der Musik gegen den Krieg wehren, weil Krieg ist nicht richtig, und ja, die Menschen, die im Krieg leben, können sich halt nicht wehren, und wir kämpfen gegen mit Musik. Ein Bunker mit einer bewegten Geschichte. Leider lernen wir Menschen nicht immer aus der Geschichte. Umso wichtiger, dass an solche Ereignisse erinnert wird. Ja, danke Manuela Klein, so war das heute vor genau 70 Jahren.